Ganz kurz, ich habe gerade gesehen, wo ich so von hinten gesessen bin, wo das Thema kam, Kranschlaufen. Ich habe gesehen, wie sich jeder wieder senkrecht setzt und die Ohren spitzt und danach schaut, wo die wahrscheinlich diejenigen, wo sie auch täglich tragen müssen. Ganz kurz noch dazu, das wird eine Schlaufe sein, die viele von euch aus dem Elementbau kennen. So kleine Ringschlaufen, die dann hier seitlich am Winkel standardmäßig bei jedem Fenster dran sind, die nicht angebracht werden müssen, sondern die sind, wenn ihr es aus dem Karton auspackt, mit dran. Das Blech oben wird abgenommen und die sind für eine siebenfache Sicherheit quasi vom größten Fenster ausgelegt und sind grundlegend bei jedem Fenster die gleiche Schlaufe drin. Ja, bitte. Die stehen ziemlich steil, ja. Das ist abhängig auch von der Fenstergröße, von der Länge, an welchen Winkel wir das Ganze einbringen. Nein, aber die schwingen relativ frei, die sind kurz neben dem Drehpunkt, sodass eigentlich ein Mann mit der Kranfernbedienung in der Hand das Fenster vor sich auf die untere Einbaulatte schweben lassen kann, kann dabei abdrücken, das Fenster langsam zurücklegen und kann das eigentlich eigenständig alleine einbauen. Das Fenster wird reingelegt, dann kann ich die Schlaufe drin liegen lassen. Aus meiner Sicht können sie dann mit dem Cutter abgeschnitten, wie man es im Elementbau auch macht, weil ich habe ja danach wieder eine Verklebung. Ich möchte eine winddichte Verklebung herstellen und in dem Moment würde ich sie dann abschneiden und dementsprechend drüber kleben. Gut, wie man sehen kann, hat sich am Dach einiges geändert zur Situation vor der Mittagspause. Wir haben die Ladung drauf. Für unser weiteres Vorgehen wäre jetzt für mich der optimale Zustand, wenn von unten schon die Ladung mit bis an die Fensterebene gezogen ist, die Konterladen angebracht werden. In dem Stadium gehört quasi dieser Montagedämmer- und Anschlussrahmen mit eingesetzt. Wenn ich jetzt die Ladung schon im Vorfeld komplett durchziehe, habe ich im Nachhinein wieder das Problem, dass ich einfach viel Rückbau habe und dann nicht mehr so wirtschaftlich unterwegs bin. Von der Sache her haben wir hier mal einen schon soweit zusammengebaut. Wir haben hier verschiedene Aufbauhöhen. Einmal mit 60, einmal mit 70. Ich kann den quasi für eine Konterlade 30, Dachlade 30 zusammenbauen oder kann den auch dann um 90 Grad drehen, Konterlade 40, Dachlade 30. Gibt es auch in verschiedenen anderen Variationen, für verschiedene Dachaufbauhöhen. Hier haben wir uns eben für die entschieden, weil wir eine 30er Konterlade und eine 30er Dachlade haben. Ansonsten ist dabei im Lieferumfang diese vier Rahmenteile einzeln bezogen auf die Fenstergröße, also man bestellt individuell für die Fenstergröße. Man sieht es hier teilweise noch, sind kleine schwarze Striche noch zu sehen an den Ecken. Die Breite des jeweiligen Fensters ist vorgezeichnet. Es sind die Schrauben dabei, um den Rahmen an allen vier Ecken miteinander zu verbinden. Es sind nicht diese Schrauben dabei, die ich hier schon eingedreht habe. Das ist individuell abhängig von der Dämmstoffstärke, was sich auf dem Dach befindet, von der Dicke. Das, was in der Regel verwendet wird, um die Konterladung festzuschrauben auf der Dämmung, wird dann auch hier verwendet, um diesen Rahmen festzumachen, um dementsprechend die Einschraubtiefe im Dach zu erhalten. Dann ist dabei umlaufend Klebeband, das wir haben, rückseitig geteilt, sehen wir dann später, um das Fenster winddicht einkleben zu können. Und es ist hier schon mal angebracht für eine Bahn, haben aber zugeklebt, weil es eben sehr stark haftet. Eine Kleberaube, die umlaufend auf den Rahmen rückseitig angebracht wird, die mir dann nachher auch meine erste wasserführende Ebene am Dach erzeugt. Den kann ich auch schon im Vorfeld, wenn ich irgendwo ein bisschen Lücke oder Luft habe oder da Azubi oder wie auch immer, vorbereiten, kann man den schon mal irgendwo beiseite stellen, wenn es dann soweit ist, dass der zum Einsatz kommt. Bitte. Ja, kommen wir noch dazu, müssen wir aber breimen. Da müssen wir mal bei Klima fragen, was aber in der Regel wird gebreimet. Das ist hier auch in der Tube dementsprechend vorhanden, wo ich auftrage. Okay, den kann ich mir soweit vorbereiten, kann den beiseite stellen, wenn ich dann meinen Stand soweit im Dach habe, sprich ich habe mein Unterdach aufgebracht, die Konterladung bisher dran, die Ladung noch nicht vorhanden. Was dazugehört ist, dieses wäre jetzt bei mir im Moment noch geschlossen, das haben wir soweit schon mal vorbereitet, aber es hat einfach den Vorteil in der Sanierung,
ihr habt ja die Kundschaft, die wohnt da drin. Und die wollen nicht ewig, sag ich mal, die Öffnung drin haben. Es birgt ja immer eine gewisse Gefahr mit Regen, mit Witterung. Einfach, dass ich hier Feuchtigkeitseintritt bekomme. Deswegen würde ich das erstmal geschlossen lassen. Es hat für mich auch den Vorteil, ich habe noch keinen Staub vom Sägen da, was all meine Verklebungen anbelangt. Ich bin relativ staubfrei und trocken. Ich zeichne mir dann auch beim Verlegen der Platten meine Öffnung an oder drehe mir von innen eine Schraube raus, an der ich mich nach links, nach rechts und nach oben und unten wegorientieren kann. Ansonsten orientiere ich mich an meiner Bezugslatte für die letzte Ziegelreihe. Ich schneide meine Konterlatte dementsprechend ab, sodass ich eben meinen Ziegelkopf hier einhängen kann und noch etwas Luft habe, knapp einen Zentimeter, um die Ziegel ein- und aushängen zu können. Ich lege mir meinen Rahmen aufs Dach, kann mal so grob die Diagonale messen, zeichne mir jetzt umlaufend meinen Rahmen an, nehme ihn wieder beiseite und weiß jetzt, wo ich dementsprechend meinen Primer aufzubringen habe. Und weil gerade eben die Frage war, was aus der Tube, das sieht also recht schön aus der Flasche. Man kann das aufspitzen, kann es mit dem Pinsel dementsprechend verstreichen. Und damit ich hier nicht zwei-, dreimal anfangen muss, gehe ich dazu her. Ich primere umlaufend die Fläche von meinen Dämmrahmen. Ich primere mir für meine Wasserrinne dementsprechend, um die ankleben zu können, eine Fläche. Und so wie hier jetzt in diesem Beispiel, weiß ich auch, dass noch ein Rollladen mit verbaut wird, primere ich mir zusätzlich noch eine Fläche, wo ich dann eben für meine Kabeldurchführung was aufklebe, um dann nachher auch einen sauberen Anschluss für meine Kabeldurchdringung zu haben. Das hier ist jetzt vorgesehen für ein Leerrohr. Von der Firma Proclima gibt es aber auch durchaus noch andere Sachen, wo auch direkt fürs Kabel und also in verschiedenen Größen und Ausführungen vorhanden sind. Gut. Haben jetzt alles soweit geprimert, alles soweit vorbereitet. Ganz kurz noch, bevor wir einbauen. Ihr seht hier, ist noch zusätzlich eine Holzleiste drin. Auch hier an der Seite sieht man die Schnittkante der Holzleiste. Die ist mit eingebracht, eben um dann auch die Auszugswerte für die Schrauben vom Fenster dementsprechend herzubringen. So. Im Normalfall drehe ich jetzt meine Schrauben etwas tiefer, damit ich die Möglichkeit habe, den Rahmen auszurichten, bevor der Klebestreifen seine Haftung mit der geprimerten Fläche aufnimmt. In unserem Beispiel haben wir jetzt hier die Latten schon angebracht, deswegen muss ich meine Schrauben ein bisschen zurückdrehen, damit ich unter den Dachlatten einfädeln kann. So, messen wir noch die Diagonale. Passt jetzt genau. Wenn es nicht passen würde, hätte ich jetzt dementsprechend hier die Möglichkeit, eben noch links, rechts zu verschieben und das Ganze anzupassen. So, eins haben wir im Moment noch vergessen, was Wichtiges ist. Und zwar, es wurde vorhin, glaube ich, schon angesprochen, wir haben hier Querfugen an den Platten. Die Querfugen ziehen mir die Feuchtigkeit rein. Das heißt, auch hier muss ich entweder von der Dichtraube, die hier auf der Rolle ist, dementsprechend mehr aufgeben und ich muss das auch hier ausspritzen und das Fugenbild ausspritzen, damit mir hier keine Feuchtigkeit querzieht und seitlich eingetragen wird. Und ich hatte diese Situation auch auf der Baustelle hier und da schon mal draußen, wo man sich dann wundert, wo das Wasser herkommt, wo man Wassertests macht, mit dem Gartenschlauch auf dem Dach rumspritzt und es dann einfach hier in diesen Fugen seitlich eindringt, querzieht, auch was vorhin schon gesagt wurde, wenn man hier einfach Stoßfugen oberhalb vom Fenster hat, diese darf man nicht vergessen. Bitte?
Sie meinen, ich hätte jetzt hier vor, im Vorfeld aufschneiden müssen? Kleiner Moment. Kommen wir nachher dazu, wenn wir aufschneiden. Aus meiner Sicht funktioniert es so immer. Aber gehen wir nachher darauf ein, wenn man das Fenster reinsetzt oder wenn man ans Aufschneiden geht. Vorab jetzt noch kurz eben die Abdichtung der Querfugen beachten, die Abdichtung oben beachten. Beim Eindeckrahmen ist dann immer eine Wasserrinne mit beigefügt, die oben reinkommt. Und die Wasserrinne kommt nicht irgendwo einen Meter, eineinhalb Meter irgendwo übers Fenster, weil es da gerade mit einer Fuge passt oder weil man da gerade schön ein Stück Folie einlegen konnte. Die Zusatzrinne, die zweite wasserführende Ebene, was vom ZVDH auch dementsprechend verlangt wird, kommt in den Bereich rein, wo später vom Eindeckrahmen überdeckt wird. Und auch diese Durchführung für mein Rollladenkabel setze ich nicht hier oben, wo ich sie in den Problembereich reinsetze, sondern versuche sie hier zwischen den Montagedämm- und Anschlussrahmen und meiner Wasserrinne zu platzieren, weil es ein relativ sicherer Punkt ist, was Wassereintritt dann im Nachhinein anbelangt. Wir lügen sie mal einfach oben rein, damit man sieht, wo die hingehört, ob das jetzt dieser Blechstreifen ist oder ob ihr hier ein Stück mitpreimert, eine Konterlatte quer mit einlegt und im Scheitelpunkt der Konterlatte das mit dem Klebeband ausführt. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber es muss definitiv was drin sein. Gut, dann haben wir den soweit platziert. Das kann jetzt auch gut und gerne noch eine Woche dauern, bis wir die Fenster einbauen. Jetzt kommt eben der Tag, wo wir mit dem Fenster dastehen, wo wir das Fenster einbauen und jetzt geht es eben ans Aufschneiden. Und wenn wir das Fenster, wir stellen es mal kurz vorne her, dass man es sieht. Das ist jetzt der Zustand, wie das Fenster aus dem Karton herauskommt. Das Einzige, was wir hier schon vorbereitet haben, ist dieser Zusatzwärmedämmblock, den haben wir hier schon auf Maß zugeschnitten und ans Fenster angebracht. Die restliche Wärmedämmung ist dran. Der Zusatzdämmblock sieht so aus. Zwei Breitenteile, zwei Längsteile sind dabei. Und in der Situation, die ich jetzt habe, schneide ich mir hier nicht die ganze Dämmung weg. Ich könnte jetzt hier bündig abschneiden an diesem Rahmen. Aber das, was ich hier wegschneide, muss ich ja im Nachhinein wieder aufbauen, weil ich von innen die Wärmedämmung brauche. Und wir haben ja hier unten auch gesehen, wenn die Folie über die Spann, wenn meine Dampfdichte oder meine Dampfsperre über die Spann gezogen ist und ich schneide hier direkt am Eckpunkt der Spann entlang, dann habe ich die zerstört. Und da komme ich auch nicht wieder ran, um die wieder sauber anzuschließen. Und wenn, dann nur mit viel Aufwand, dass ich die freilege, mit viel Staub und allem, was mit verbunden ist. Und diejenigen, die in der Praxis tätig sind, werden mir zustimmen, dass das nahezu unmöglich ist, dieses sauber dicht zu machen. Wenn ich jetzt aber meinen Dämmrahmen mit 3 cm Stärke nehme, den mir hier umlegend einlege, diese Breite anzeichne, bleiben mir hier innen, auch wenn ich jetzt durchschneide, 3 cm von der Dampfsperre stehen. Und an diesen 3 cm kann ich auch sauber wieder anschließen und dann ankleben. Das reicht mir umlaufend aus, um hier einen sauberen, fachgerechten Anschluss auszuführen. So, wenn wir jetzt weiter schauen, haben wir hier jetzt eben 6 cm, was den 3 cm der Konterlatte und der 3 cm der Dachlatte entspricht. Wenn ich jetzt an mein Fenster gehe, wie ich es ausgepackt habe, und hier schaue, vom Originalzustand habe ich hier 3,5, knapp 4 cm. Also das heißt, es fehlen mir starke 3 cm, um auf der Weichfaser aufzusetzen. Dementsprechend schneide ich mir meinen Zusatzdämmblock zu. Nach jedem Zentimeter habe ich eine Rille, sodass ich mich daran orientieren kann. Ich lege den Zusatzdämmblock irgendwo auf den Tisch, Boden, Brett irgendwo auf, nehme das Cuttermesser, ziehe längs durch,
schneidet man den auf die Breite zurecht. Wenn man hier mal stirnseitig sieht, ist es auch eine Nut, die einen kleinen Haken mit dran hat, sodass es auch relativ fest hier im Gegenstück haftet. Auch an der Innenseite ist schon mal ein Klebestreifen, ein Abziehstreifen dran, um hier meine Dampfanschlussschürze mit diesem zusätzlichen Dämmblock verkleben zu können. Und hier ist auch wieder das Thema, es verklebt sich wesentlich leichter. Der Thomas hat halt früher gesagt, ihr braucht Druck zum Verkleben, dass eine Verklebung richtig haftet. Hier kann ich einen Druck bringen auf einem Dämmblock. Wenn ihr eine Mineralwolle, irgendwas Weiches dahinter habt, wird es schwierig, den Druck herzubringen und blasenfrei zu verkleben. Deswegen hier auch immer von Vorteil, wenn dieser Dämmblock noch dazu mit eingebracht wird. Und wie gesagt, meine Folie kann ich hier schon mal fixieren. Was ich auch immer sehr gerne mache, ist, dass ich die Ecken dann einfach mit einem Stück Klebeband zusammenhänge, dass einfach beim Einbau, beim Reinheben des Fensters sich da nichts mehr verschiebt. Dann haben wir hier das Blech, das wir jetzt abnehmen können und beiseite legen, damit hier auch während des Einbaus nichts verkratzt oder beschädigt wird. Es gibt viele Möglichkeiten, das Fenster reinzubauen. So eine kleine Größe würde ich jetzt immer am Stück reinheben. Es gibt die Möglichkeit, den Flügel vom Rahmen zu trennen, wenn ich das Ganze hochheben, tragen muss. Und wie gesagt, in Zukunft dann eben hier seitlich die Möglichkeit mit einer Lasche, um das Ganze am Kran anzubinden. Ich brauche jetzt kurz meinen Kollege dazu. Wir stellen das Fenster jetzt in die sogenannte A-Stellung. Es ist im Moment keinerlei Kraft auf dem Fenster im Auslieferungszustand, also es ist nichts, was jetzt irgendwo rausrummelt oder wo was passieren könnte. Es ist kraftfrei. Stell mir das jetzt gedanklich auf meine Kartonage auf, natürlich nicht auf dem Betonboden oder irgendwas, wo mir das Fenster zerkratzt. Kurz mal bei dir auf. Ist immer zu schwer. Es ist nicht immer gleich, das kann ich bestätigen. So. Fasst du kurz mit an, dass nicht rausfällt. Also ich habe da immer gern so einen kleinen Schrauberzieher in der Tasche, weil diese Bajonettverschlüsse, wie wir sie nennen, haben eine kleine Nase dran und an der Nase rastet das Ganze unten ein. Und wenn ich das mit dem Schraubenzieher ein bisschen anheble, tue ich mich wesentlich leichter. So. Ich hänge die Arme aus, ich schwinge meinen Rahmen kurz nach hinten. Und sehe zu, dass ich derjenige bin, der den Rahmen erwischt, dann tue ich mich wesentlich leichter. So, ganz kurz mit dem Flügel noch, nehmen wir nochmal zu zweit. Wenn ihr den so, nochmal zurück kurz, wenn ihr den so ausgebaut habt, ist der nächste Schritt für mich immer, den zu drehen um 180 Grad. Zum einen komme ich jetzt von der Lackfläche weg und vermeide mir hier irgendwelche Kratzer. Das nächste ist, ich kann mir auch diese seitlichen Blätter abnehmen und die beiseite legen, damit sie mir nicht verkratzen und ich keine Beschädigungen während des Einbaus bekomme. Ich habe hier hinten drin einen Federbügel. Den drücke ich, schiebe langsam hoch und kann diese Fenster erstmal beiseite legen, oder diese Bleche beiseite legen. Gibt mir auch den Vorteil, dass ich hier sehr schön anfassen kann, im weiteren Verlauf des Einbaus. Gut, dann stellen wir den beiseite. Und setzen den Rahmen ein. So, in dem Fall haben wir jetzt ein Musterdach. Da passt das alles umlaufend recht schön mit der Ebene. Mein Zusatzdämmblock sitzt sauber auf der Wärmedämmung auf. Jetzt ist es in der Sanierung nicht immer so der Fall. Ich habe ja auch die Situation, dass ein Dach recht uneben ist, dass ich teilweise ausgleichen muss, dass ich teilweise auch mit der Konterlatte ausgleiche, mit 24er, 30er und verschiedenen Stärken spiele, um hier in eine Richtung zu kommen. In dem Moment habe ich die Chance, hier innen im Vorfeld auf meine Dämmung umlaufend ein Kompriband aufzulegen, meinen Rahmen dort reinzudrücken, und wenn ich jetzt im Nachhinein beginne, das Fenster auszurichten und es etwas anhebe, bekomme ich nicht gleich eine Fuge, sondern ich habe ein Kompriband, das von unten nachdrückt und mir dementsprechend das Ganze gut
gedämmt, ja, ausführt. So, haben wir wieder eine Kleinigkeit beim Rahmen vergessen. Bei den kleinen Größen ist es hier seitlich sehr unscheinbar mit den Seitenteilen. Desto länger und desto größer das Fenster wird, ihr habt vorhin gesehen, wir haben 18er Länge, der sprich, die sind hier 1,80 Meter lang in der Blendrahmenlänge. Das ist auch sehr wichtig, dass ich den seitlichen Rahmen ansehe, ob der in der Flucht verläuft, ob der gerade ist, dass ich den dementsprechend gerade drücke und dann auch mit 2, 3, 4 Schrauben seitlich hoch versehe und das Ganze mit am Dach verbinde. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist mein Rahmen durch das Verschrauben fixiert. Zum anderen wird meine Dichtraube auch dementsprechend pressfest nach unten aufs Unterdach gedrückt. Und auch hier später, desto größer die Fenster sind, desto wichtiger ist es für mich, dass hier seitlich gut verankert wird. Und wenn ich meinen Unterbau schon nicht verankere, dann macht es auch keinen Sinn, das Fenster zu verankern, oder nicht den Sinn, was es haben soll, das Fenster zu verankern, weil es dann doch irgendwo wackelt und sich bewegt. Gut, haben wir soweit gemacht. Machen wir eine grobe Vorfixierung, setzen mal 4 Schrauben rein. Hier kann jetzt gar nicht mehr so viel schief gehen. Durch das, dass ich meinen Dämmrahmen im Vorfeld schon gut ausgerichtet habe, kann es mit dem Fenster gar nicht mehr so arg daneben gehen. Habe ich nicht ausgerichtet und krumm eingebaut, dann kann ich mir sicher sein, dass es daneben geht. Ich vermittle das Ganze etwas, sodass ich später auch noch Platz habe, mich ein bisschen zu bewegen. Da war die Schraube schon zu oft drin in diesem Loch. So, und ihr seht auch, da sind dann solche Längsschlitze drin. Das lässt mir auch die Möglichkeit, den Rahmen jetzt mal grob vorzufixieren, die Schraube aber oben nicht ganz anzuziehen. Und dadurch kriege ich dann auch die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen nach links und nach rechts zu verschieben. Ich mache das gleich hier oben noch. Habe jetzt soweit meine Vorfixierung. Und jetzt kommt aber der Punkt für mich, wo ich den Flügel wieder reinhänge. Also ich mache jetzt nicht fertig mit Verklebungen dem Ganzen und den restlichen Verschraubungen, weil ich nicht weiß, ob meine Spaltmaße passen, ob das Fenster in sich windschief ist, ob es verdreht ist. Dafür brauche ich den Flügel, um das sauber ausrichten zu können. Für den Flügel gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt auf der Baustelle unterwegs bin, mit meinem Kollegen auf dem Dach, dann setze ich den natürlich von außen rein. Ansonsten, wenn ich jetzt in der Sanierung bin und rein nur das Fenster tausche, mache ich das Ganze von innen. Da ich den jetzt auch mal zeige alleine, dann hebe ich den von innen rein. Vielleicht kurz mit der Kamera dann eben auf diese Punkte hier seitlich. Da sieht man dann, wie diese Bolzen einfahren und sich einhängen. Genau, und ihr hört, wie es klackt, und wenn es klackt, sind wir drin, seitlich. Beide Drehpunkte nach oben. Hier sind wir jetzt im Widerlager. Den Arm von unten hochgedrückt. Und all das, was ich jetzt Schritt für Schritt hier mache, um den Flügel einzuhängen, kann man genauso Schritt für Schritt machen, um den Flügel wieder auszuhängen. Ist jederzeit möglich. Gut. Ich habe hier den Putzsicherungsriegel. Das Fenster hängt mir jetzt erstmal stabil fest.
durch das Drücken dieses Riegels kann ich das Fenster lösen. Parallel sehen wir, wie diese Arme hier in ein Widerlager gehen. Wenn ich zurückgehe in diese Putzstellung, wird mir hier eine Vorspannung im Arm erzeugt, was mir wiederum zulässt, dass die Sicherungsbolzen hier gelöst werden können. Und ich habe ein aktives Fenster, was die Federkraft anbelangt. So, die Fenster sind standardmäßig im Ausrüfungszustand eingestellt auf eine Dachneigung von 40 Grad, ohne dass jetzt ein Rollladen oder irgendein anderes Zubehör berücksichtigt wird bei dieser Sache. Vom weiteren Einbau her gilt es jetzt eben zu prüfen, diesen Lichtspalt von innen gesehen zwischen der Blendrahmenkante und der Flügelkante, eben zu sehen, ob der parallel ist. Wenn er nicht parallel ist, das Ganze über Unterlegen ausgleichen. Ganz wichtig ist für mich auch, das sind nämlich so, kleiner Moment, Unterlegkeile mit bei beim Fenster. Die haben jetzt drei verschiedene Stärken, Stufen, wie ich unterlegen kann. Das heißt aber auch für mich, wenn ich jetzt irgendwo oben die Stufe 3 benötige, um das Ganze zu unterlegen, dann ist es nicht damit getan, hier eine große Schraube reinzusetzen und das Ganze runter zu jodeln. Irgendwann liegt schon wieder auf, weil was ich damit mache ist, ich erzeuge mir eine Krümmung in meinen Fensterrahmen. Und wenn das Fenster groß genug ist und die Krümmung groß genug ist und ihr kommt später mit einem Innenfutter und es ist gerade und ihr müsst es einbauen, dann habt ihr ein Problem. Und dann wird der Aufwand groß, um das zu beheben. Also von dem her immer beachten, wenn da oben was unterlegt, unterlegt zeitlich mit, dass es in sich auf einer Ebene liegt. Dann ist oft hier unten die Wasserwaage ein Thema. Im Altbau ist es relativ. Es sollte schon annähernd im Wasser sein. Wichtig sind aber auch Bezugskanten, wenn ich aus dem Fenster rausschaue und sehe Nachbarshaus. Ich sehe irgendwelche Kanten vom Innenfutter. Ist für mich auch immer wichtig, mal parallel nach unten zu messen. Wie bin ich denn parallel zur Decke? Wie bin ich in der Flucht seitlich zum nächsten Raum, wenn da nur eine kleine Dachfläche seitlich ist, die 10, 20 cm breit ist? Alles das sollte mit berücksichtigt werden. Gut. Von der Sache her haben wir jetzt soweit ausgerichtet, haben alles soweit festgemacht. Ich mache seitlich noch zwei Schrauben rein. Die seitlichen sind mir oftmals wichtiger als die oberen und die unteren, weil hier seitlich eben ein Großteil der ganzen Fensterkraft abgetragen wird. Hier ist mein Hauptpunkt, wo die Last ins Dach geht und dementsprechend muss das Fenster ja auch festgemacht werden. Ich habe jetzt schon mal die aus Gewohnheit die 30 mm Schrauben, die im Fenster beiliegen, in die Hand genommen, sind hier aber nicht die richtigen. Beim Dämmblock sind dementsprechend längere Schrauben beigelegt, um dann eben mit der Schraube auch in die seitlich eingelegte Holzleiste reinzukommen, damit ich hier auch fest bin. Ich mache jetzt mal links, rechts eine rein. Je nach Fenstergröße dürfen das aber auch dementsprechend mehr sein, sollen auch mehr sein. Also immer pro Winkel unten, oben zwei. Seitlich würde ich auch immer zwei bis drei. Desto größer das Fenster, desto größer die Schraube. Es wird auch in Zukunft so sein, oder hier haben wir es jetzt schon drin, dass wir große versenkte Löcher mit drin haben, hier am Hauptkraftbereich, wo euch auch mal die Möglichkeit gibt, hier eine 8x200, 8x300, je nachdem, was der Dachaufbau fordert, reinzuschrauben, womit ihr das Fenster auch bis in die Dachkonstruktion rein verankern könnt. Gut, dann geht es weiter mit unserer luftdichten Ebene. Ich habe mir da irgendwo schon mal zwei Klebebänder vorbereitet, die ich jetzt nur symbolisch anbringe, weil ich es dann nicht mehr wegbringe. Vom Verkleben her, von unten nach oben. Sprich, dass ich nicht nur über die Verklebung dicht werde, sondern auch konstruktiv dicht bin. Konstruktiv meine ich damit, dass das eine obere über dem unteren liegt und nicht andersrum. Rückseitig habe ich einen Liner, der dementsprechend schon vorgeteilt ist. Es gibt mir jetzt die Möglichkeit, die eine Seite anzukleben. Machen wir einfach doch mal kurz.
kann schön festdrücken, ohne dass wir die Finger festkleben. Ich kriege auch saubere, scharfkantige Ecken zustande. Kann jetzt halt den Rest von unten hochdrücken. Und kann hier einen sauberen, winddichten Anschluss ausführen. Seitlich hoch nehme ich gern das breitere Teil zur Seite, damit ich meinen Winkel dementsprechend vollflächig überkleben kann. Genau, ihr seht, wir kriegen eine saubere Ecke. Wir haben auch hier saubere Kanten, saubere Ecken. Nichts, wo sich was rund legt. Und so kann ich das umlaufend, wie gesagt, von unten nach oben einkleben. Dann auch meine Durchdringung nach dem gleichen Prinzip einkleben, Wasserrinne einkleben. Gut, wenn wir soweit eingeklebt haben, dann geht es weiter mit dem Eindeckrahmen. Auch wieder von unten nach oben. So. Hier gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen. Es ist zu beachten, eben, ob ich jetzt ein normales Ziegeldach habe, ob ich hohe Ziegel habe, dann bekommt er einfach auch ein Blech, das hier eine stärkere Profilierung hat, wo man dann dementsprechend in die Tiefen auch des Bleches einpassen kann. Oder ob ihr einen Biberschwanz zum Beispiel habt, wo man dann unten ganz glatt, vollflächig als Blech das Ganze ausführt und auch die Möglichkeit hat, es seitlich mit Noggen einzudecken. Wichtig ist immer vielleicht kurz beim Biberschwanz, es wird genauso wie hier Ziegelkopf genommen gern und dann die Einbaulatte gesetzt, ist falsch. Wenn der beim Biberschwanz ein Dachfenster setzt, wird die Bezugslatte genommen und die nächste durchlaufende Latte bei einer Deckung, die irgendwo bei 16 cm, also bei Doppeldachdeckung, wird die nächste durchlaufende Latte genommen, um dort das Fenster aufzusetzen. Und dann passt es auch zusammen mit einer Kronendeckung oder ja, dementsprechend eine andere Ausführung. Gut, brauche ich dich kurz dazu. Dann heben wir uns seitlich die Dichtung etwas an. Schieben den Rahmen nach oben. Der sitzt uns hier unten jetzt auf dem Wärmedämmblock auf. Na, müssen wir noch ein wenig hoch. Müssen wir hoch. Und wird hier unten mit der Oberkante unter den Rahmen gedrückt. Dann habe ich eine Klammer, die ich hier unten einhänge und dann auf dem Kunststoff Profil quasi einpresse, um das Ganze zu sichern. Da sind wir immer drei Stück beiliegend. Bei großen Fenstern könnt ihr alle drei verwenden. Ansonsten sind da zwei Stück bei den kleineren Fenstern, so wie hier jetzt, ausreichend. Gut, ist unten so mal fest. Dann haben wir die seitlichen Eindeckbleche. Hier fahren wir jetzt auch wieder seitlich unter die Dichtung. Wir haben keinerlei Verschraubungen an der Sache. Es wird alles über die Laschen dementsprechend fixiert. Hier habe ich auch eine Ausbuchtung am Gegenstück, dass ich genau die richtige Position erwische. Auch hier an der Seite nochmal die Lasche umlegen, um das Ganze zu fixieren. Dann haben wir die nächste Seite. So. Da muss ich einmal hoch. Würdest du kurz neigen, mir das Fenster schließen? Nichts passiert. Ich habe mir eine Fehlstellung erzeugt, wo ich das Fenster beliebig in jeder Position betätigen kann. So, einmal zu.
Dann hier oben auch die Dichtung über das Blech drüber. Hier ist es mir auch wichtig, dass eben das Blech unter diese Nase am Kunststoffrahmen kommt. Hier seitlich habe ich auch wieder eine Lasche, die ich umlegen kann, wo mir das Ganze fixiert. In dem Fall passt es jetzt auch hier hervorragend mit der oberen durchgelaufenen Latte, dass mir das Blech aufliegt. Sollte die letzte Dachlatte sich irgendwo hier befinden, muss ich hier noch eine zusätzliche Latte einlegen. In dem Moment, wo man der Ziegel hier drauf drückt, würde das Ganze sonst in eine Hebelbewegung übergehen und nicht mehr sauber liegen. Man könnte den Flügel auch wieder ausbauen, also genauso wie vorhin. Ich gehe in die Putzstellung, schiebe meinen Bolzen, gehe ein Stück zurück und dann habe ich ihn wieder lose. Also gerade in der Sanierung, wenn ich rein nur das Fenster tausche, jetzt kein Gerüst außen am Dach habe, macht es auf jeden Fall Sinn, den Flügel mir wieder rauszuhängen, den beiseite zu stellen. Dann kann ich nämlich sauber und vor allem sicher von innen arbeiten, komme an alles hin, kann meine Verklebungen ausführen, kann meinen Ziegeleinschnitt ausführen. Und wenn alles fertig ist, hänge ich meinen Flügel rein und bin fertig. Gut. Jetzt, wenn ich alles soweit fertig habe, gehe ich nach innen und bringe meine Bleche an, dass ich daran, wie gesagt, eben keine Beschädigung habe. Reichst du mal von außen zu? Ich bringe dazu das Fenster in die Putzstellung, könnte ich jetzt genauso auch von außen machen. Lege meine Bleche seitlich auf, fahre eine Nut ein. Ist es fest. Auf der anderen Seite dasselbe. Ich habe hier seitlich eine Nase, habe hier das Gegenstück. Oben läuft es nach dem gleichen Prinzip, das ist wie ein Schwalbenschwanzprinzip. Und die Bleche sind fest. Dann haben wir unser oberes Eindeckblech oder unser oberes Fensterblech. Das halte ich mir jetzt, ich weiß nicht, siehst du es von draußen? So wie es gehört, habe ich es in der Hand flach liegen. Gehe jetzt hier einfach mit raus. Fahre auch hier unten jetzt wieder nach diesem Schwalbenschwanzprinzip mit einer Klaue über die Ausstellarme. Drück's oben in die Position und habe jetzt hier innen den roten Stift, wird links und rechts gedrückt und somit ist das Fenster verankert. Gut. So, hier unten haben wir noch die Dichtung etwas, die noch nicht ganz sauber liegt. Gut, auch hier seitlich am Fenster. Immer schauen, dass die Dichtung drauf ist. Wir haben hier extra nochmal innen einen zusätzlichen Steg, der die Kapillarwirkung bricht. Und den dann dementsprechend nochmal über das Blech drüber ziehen. Bringt nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Gut, vom Fenstereinbau sind wir soweit fertig. Wäre abgeschlossen. Jetzt geht es weiter mit einem Rollladen. In unserem Fall hier haben wir jetzt uns für einen Rollladen entschieden, in der Ausführung elektrisch Funk. Sprich, der braucht eine 230 Volt Stromversorgung und der Rest wird über einen Handsender bedient. Vom Lieferumfang, darf ich kurz, ist quasi so, wie es hier jetzt mal grob aufgelegt da liegt. Das alles, was dabei ist. Die Bauteile sind rückseitig hier mit einem R, die andere Seite mit einem L versehen. Das ist immer die Blickrichtung von innen nach außen, Richtung Traufe, rechts, links. Aber auch die Kontur der Produkte ist quasi so gestaltet, dass sie andersrum nicht möglich sind in der Montage. Zudem werden wir jetzt dann auch am Fenster sehen, dass die Löcher alle schon vorgestanzt sind, sodass ich auch genau weiß, wo meine Schraube anzubringen ist. Sehen wir jetzt hier zwei Stück. Und auch an der Stelle zwei Stück
wo die Verankerung dann dementsprechend von diesem Stützlager stattfindet. Und die untere Schraube ist auch so, die geht durch das Material durch, geht in das Gegenstück rein, sodass das Blech nicht mehr abgenommen werden kann. Also das gibt eine feste Verankerung. Man sieht schon an der Kontur, also ein Verdrehen ist nahezu nicht möglich. Ich sage bewusst nahezu, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe schon ein Foto geschickt bekommen, war ein Fenster wie dieses hier quer im Dach eingebaut. Der Eindeckrahmen war aber richtig rum dran gelegt und er hat reklamiert, dass er einen falschen Eindeckrahmen bekommen hat. Also zu dem Thema, es gibt nichts, was nicht möglich ist. Und er hat das Fenster noch aufgemacht und hat den Kopf rausgestreckt und hat zur Seite rausgeschaut. Gut, somit habe ich jetzt meine Stützlage für meine Laufschiene. In der Regel mache ich das gern von innen. Ich kann in dieser Putzstellung hinterhalb der Scheibe stehen, kann das hier wunderschön anbringen, kann von innen raus mit meinem Rollladen reichst du mir nach, dann bitte die Laufschiene. Ganz kurz noch. Jetzt gerne dazu her und drehen wir schon mal die Stützlage seitlich raus, damit ich dann schön aufsetzen kann. Diese beiden Krallen setzen dann hier oben am Gegenstück, man sieht hier die Öffnung, setzen sie ein und fixieren sich auch schon mal im ersten Moment, sodass das Ganze auch ohne eine Schraube hält. So, jetzt habe ich schon mal grob die Einrastung. Das Ganze fällt mir nicht mehr vom Dach. Habe jetzt jeweils vorne eine Schraube. Und dann auch auf der Rückseite. Die Löcher sind nur im Metall drin. Also im Kunststoff ist kein Loch drin, aber die Löcher in dem Metallbügel sind dementsprechend vorgebohrt. Und nee, ich schraube ins volle Material. Nein, ist eine spitze Schraube, geht in den Kunststoff und geht ins volle Material. Gut, dann kommen die Laufschienen. Ich habe hier unten eine T-Nut. Ich fahre jetzt hier drüber, fädel das Ganze ein. Ich lasse das mal beiseite stehen, machen wir zuerst die andere Seite, da sieht man es mit der Kamera wahrscheinlich besser. Ich fahre jetzt hier in die T-Nut rein, verbinde das seitlich mit meinem Rollladengehäuse. Achte auf meinen Gleitbelag, dass er sauber einfädelt und mir später den Laufkanal nicht versperrt. Und fixiere das Ganze zusätzlich durch eine Schraube, die von unten in die Laufschiene eingedreht wird.
Ich hänge es noch mal kurz aus, um das Funktionsprinzip zu zeigen. Der Rollladenpanzer wird später hochgezogen durch den Motor und runtergezogen wird er durch eine Feder. Es ist ein Endstück dran. Das Gegenstück ist am Panzer angebracht. Das wird hier an dem Bolzen wiedergehalten. Und im Anschluss werden wir das dann auch jetzt aktivieren, aber nur damit jeder auch mal gesehen hat, was da dahinter steht. Diese Feder funktioniert wie ein Rollmaßband. Unten in dem Viertelskreisbogen ist diese Feder eingebracht. Und wie gesagt, sie zieht den Panzer nach unten. So, wir merken jetzt, der Panzer hat keinerlei Zug nach oben. Ich gehe jetzt raus, bis ich in den Haken drin bin. Schiebe 1-2 cm zurück. In dem Moment fällt mir das Widerlager nach unten weg. Kann es jetzt loslassen und habe jetzt die Spannung auf meinem Produkt. Als im normalen Betrieb sollte er immer nach unten fahren. Wenn ich die Gefahr ist da, dass der Hang eben so groß ist oder dass, wenn das schon länger eingebaut ist, auch Verschmutzungen in der Laufschiene sich befinden und dass dann der Panzer eben nicht berghoch fährt und der Motor schneller läuft, als der Panzer zieht. Er schaltet dann überlascht ab, wenn es irgendwann einen Coil gibt, aber wenn man das zu oft macht, könnte es auch zu einer Beschädigung langfristig führen. So, was wir jetzt noch als Thema haben, jetzt haben wir den Rollladen an sich gut auf dem Fenster verankert. Wir haben aber vorhin gesehen, das Blech oben wird im Moment durch die roten Klipse gehalten und da wir auch mit Schneedruck und dergleichen rechnen müssen, bringen wir jetzt zusätzlich noch 2 Schrauben ein und die Schrauben verbinden eben diese Ecke oben, diese Kunststoffecke, dieses ganze Blech nochmal massiv mit den Metallbauteilen. Gut. So, jetzt fehlt uns nur noch die Spannungsversorgung. Ich habe jetzt dementsprechend mein Kabel vorbereitet, um das Ganze zu testen. Würde ich in der Praxis draußen genauso vorgehen, sprich ich habe irgendwo ein Verlängerungskabel, wo ich das Ganze einstecken kann. Bei allen Funkprodukten ist es so, dass nach Strom, also nach einem stromlosen Zustand, wenn ich wieder einstecke, habe ich eine Lernbereitschaft, die für 3 Minuten besteht. Innerhalb dieser 3 Minuten muss ich einlernen, ansonsten muss ich neu die Stromlosigkeit erzeugen. Ich wähle mir jetzt hier einen gewünschten Kanal aus, auf dem dieser Rollladen eben laufen soll. Drücke dann die Einlerntaste, warte ca. 10 Sekunden. Es kann auch ein bisschen variieren. Wichtig ist, dass er klackt und ein Geräusch von sich gibt. Ich weiß nicht, ganz hinten habt ihr es wahrscheinlich nicht gehört, aber es ist ein kurzes Klack, Klack. Es bestätigt mir, er hat eingelernt und das war es dann auch. Ich habe somit einen funktionsfähigen Rollladen, kann hier jetzt meinen Probelauf beim Kunde ausführen. Optimal ist es natürlich, wenn der Kunde dabei ist und ich kann es ihm kurz zeigen, dass alles funktioniert und funktionsfähig ist, wie so eine Art kleine Abnahme. Nachdem das Ganze soweit fertig ist, gibt es euch die Möglichkeit, hier dementsprechend den Stecker abzutrennen, natürlich vorher ausstecken, durch die Durchführung nach innen zu legen, wo das Ganze dann vom Elektriker dementsprechend fest angeschlossen wird. In der Regel sind es ja Arbeiten, die ihr ansonsten das Anschließen nicht ausführen dürft, außer habt dementsprechend eine Qualifikation dafür. Gut. Genau. Oberhalb von diesem Dämmrahmen und unterhalb von meiner Wasserrinne bringe ich diese Durchführung mit an, klebe die ein,
schiebe da mein Leerrohr damit durch und in dieses Leerrohr schiebe ich jetzt mein Kabel ohne Stecker durch und im Innenbereich muss es dann der Elektriker dementsprechend fest anschließen. Oder ich habe je nach baulicher Situation andere Bedingungen, wo ich vielleicht mit dem ganzen Stecker durchkomme oder wie auch immer. Es ist ja abgedichtet, ne? Durch das. Das ist die Frage, ob man es zuklebt. Es gibt auch dementsprechend Gummitüllen, wo das Kabel dann automatisch abgedichtet ist, wo das Ganze umschlungen und umfasst wird. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Es kommt auch darauf an, wo ich mit dem Kabel dann im weiteren Verlauf hingehe. Aber ich kann das Leerrohr an sich hier nochmal eindichten, zumachen und dementsprechend auch etwas mit dem, so wie in dem Fall hier jetzt, mit einer Gummitüle als Aufsatz verwende, wo sich automatisch dicht schließt. Wäre die sicherere Variante hier. Gut, ist aber auf jeden Fall viel einfacher zu gestalten, viel sicherer zu gestalten, als wie das, was ich teilweise in der Praxis sehe, dass irgendwo waagrecht mit dem großen Bohrer ein Loch reingeht, da ist das Kabel reingeschoben, da ist nichts abgedichtet und so wie dann das Wasser auf dem Unterdach entlang kommt, zieht es über Kabellarwirkung rein, drückt rein und wir haben den Wasserschaden innen. Gut, ich wäre soweit durch von meiner Seite. Ja, hervorragend. Danke.